Wenn ein waschechter Ire absolut keine Ahnung vom Trinken hat. Und den trinken wir dann auf Ex. Auf Ex, was ist das? Es aber auch ganz ernst werden kann. Ich hatte so eine innere Leere. Und das war irgendwie komisch, weil man lebte im Schloss und war total angesagt. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, okay, das kann nicht der Sinn des Lebens sein. Dann ist es wieder Zeit für einen Plausch an einer Bar. Und zwar bei Stars in Bars. Diesmal mit Michael Patrick Kelly. TAF-Reporterin Neda P. Möhler trifft den Sänger im kultigen Kilians Pub in München. Und was trinkt ein Ire in einem Irish Pub? Ein Guinness. Ein Guinness. Ein Guinness, ja. Versteht sich von selbst. Auf das Nationalgetränk sind wir natürlich vorbereitet. Eine Anmerkung hat Herr Kelly dennoch. Aber das muss schon jetzt ein volles Glas werden, oder? Das war jetzt nur der Anfang, oder? Ja, klar, wir sind doch keine Anfänger, oder? Richtig, mindestens genauso voll wie dieses Glas ist aktuell Michael Patrick Kellys Terminkalender. Er hat bis vor kurzem an seinem Album Boats gearbeitet, das ab sofort überall erhältlich ist. Ist seither auf Promotour. Die Musik begleitet ihn schon sein gesamtes Leben. Als eines von 12 Kindern steht der heute 44-Jährige bereits in jungen Jahren als Teil der Kelly Family auf der Bühne. Michael Patrick, damals bekannt als Paddy, ist Teenie-Schwarm und der musikalische Leiter der Band. Er komponiert für die Familie im Alter von gerade mal 15 Jahren den Hit An Angel, der Durchbruch für die Kelly Family. Ich habe natürlich mitbekommen, wie, keine Ahnung, 1000 Fernbriefe pro Tag reinkamen oder die Bühne voller Kuscheltiere gefüllt wurde. Und das war schon crazy. Irgendwann wird ihm jedoch alles zu viel. Ich hatte mit Anfang 20 viel Geld und war berühmt und war trotzdem unglücklich. Ich hatte so eine innere Leere und das war irgendwie komisch, weil man lebte im Schloss und war total angesagt. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, okay, das kann nicht der Sinn des Lebens sein. Im Gespräch wird schnell klar, das vermeintlich schöne, glamouröse Leben in der Öffentlichkeit birgt seine Schattenseiten. Also ich hatte mit Anfang 20 hatte ich so meine Crisis und das war schon... Das war nicht gut. Also das war echt so Depression, Suizidgedanken, also richtig heftig. Und das war so eine Phase, wo ich wirklich blurry eyes hatte, wo ich nicht wusste, wie geht's weiter, geht's überhaupt weiter, will ich überhaupt weiter. Zu dieser Zeit ist mentale Gesundheit ein absolutes Tabuthema in seiner Welt. Kelly entscheidet sich dennoch für eine Therapie und kehrt dem Rampenlicht den Rücken zu. Ende 2004 zieht er sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück, geht in ein französisches Kloster. Ich habe eine Sehnsucht nach mehr gehabt, nicht mehr Materialismus, mehr Ruhm, sondern mehr Erfüllung, mehr Frieden. Und das hat mich auf diesen Trip gebracht. Wie hat denn damals dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, ich gehe diesen Schritt? Also die meisten haben meine Entscheidung respektiert und waren auch irgendwie so ein bisschen impressed, so, dass ich so einen radikalen Schritt wage. Aber es gab auch die einen oder anderen, die gesagt haben, so, ich glaube, der spinnt. Wer war das so? Also einer meiner Brüder zum Beispiel, krass, der war dagegen. Aha. Und, war das von deinem Bruder? Der Joey. Okay, der Sportler. Der Sportler, ja, der fand die Idee nicht gut. Mhm. Und hat versucht, mir das so rauszureden. Ja. Und, aber er hat dann irgendwann verstanden, okay, ich bin entschieden, das zu tun. Insgesamt 6 Jahre lebt Michael Patrick Kelly als Mönch. Ein extremer Kontrast zu seinem alten Leben. Obwohl du ja eigentlich dem Rampenlicht ausgewichen bist erstmal, wieso hast du gesagt, ich wage den Schritt und ich gehe noch mal zurück ins Rampenlicht? Ja, sehr gute Frage. Also als ich aus dem Kloster rauskam, habe ich mich dafür entschieden, wieder Musik zu machen. Und in der ersten Zeit habe ich das so ohne Medien gemacht. Okay. Ich habe keine Interviews gegeben, kein TV, gar nichts. Ja. Nur so kleine Konzerte und habe das so slowly but surely so aufgebaut, dass es nicht so von heute auf morgen so wieder radikal, so back to business. Mhm. Ne? Aber heute ist es so, dass ich alles selber, entscheiden kann. Ja. Mittlerweile ist er ruhiger, wie er selbst sagt, glücklicher. Musikalisch als auch privat hat sich vieles für den Iren verändert. In den 90ern lebt er mit seiner Familie in einem Schloss, heute zusammen mit seiner Frau zurückgezogen im Münchner Umland. Privates hält er strikt aus der Öffentlichkeit raus. Eine wichtige Sache wäre da dennoch zu klären. Machen wir hier leer und tun so, als hätten wir alles getrunken, aber noch einen kleinen letzten Schluck lassen wir drin. So. Und den trinken wir dann auf Ex. Auf Ex, was ist das?
Auf Ex, was das ist, alles gleichzeitig runter. Okay, one, two, three. Mensch, dass du das nicht kennst. Auf erstmal X. Anstoßen. Last drink. Prost. Im nächsten Jahr geht's für Michael Patrick Kelly auf Tour. Bis dahin gibt es vielleicht ja noch das ein oder andere Getränk auf Ex.